So, hallo, ich möchte mal ein Video aufnehmen zum Thema Projekte anlegen und starten in Flutter. Und zwar möchte ich das jetzt nochmal ganz detailliert von vorne durchgehen, was man einfach als Voraussetzung dazu braucht. Das kann man ja nachlesen, und zwar in dem Buch Moderne App-Programmierung mit Dart und Flutter. Seite 40 kann man lesen, was man dazu braucht, die Voraussetzungen, dass man eben jetzt sowieso als Installation mal Dart, Flutter und die nativen SDKs braucht, die man eben für die man entwickeln will. Also das heißt, für Android oder für iOS braucht man Xcode. Und dann kann man auch schon loslegen. Also das heißt, das Wichtigste ist jetzt erstmal vielleicht und der einfachste Weg, dass man mit Android anfängt. Und was man da noch braucht, ist auf jeden Fall so einen Device-Emulator oder aber, was natürlich auch möglich ist, dass man ein richtiges mobiles Gerät verwendet und das über USB mit dem Computer, auf dem er entwickelt, eben verbindet. Dann braucht man dazu bei Windows noch den Device Driver, um bei dem Gerät eben eine Verbindung aufzubauen. Das kann ich mal kurz noch zeigen. Also den Device Driver, den kriegt man dann auch bei dem SDK Manager unter Android Studio. Der müsste dann bei Windows irgendwo damit auftauchen, bei diesem einfach Android SDK. Da gibt es verschiedene Sachen, die man installieren kann. Da gibt es dann SDK Tools. Und da sollte dann auch der Treiber mit auftauchen. Den muss man dann einfach anhaken, damit der auch automatisch installiert. Ansonsten, wenn man jetzt mit dem Emulator entwickeln will, braucht man noch eben den Emulator selber. Den kann man sich dann eben bei diesem AVD, also das heißt Android Virtual Device Manager, runterladen. Da kann man hier bei Create Virtual Device, ein neues Device eben einfach anlegen und dann wird es auch runtergeladen. Wenn ich hier auf Next klicke, dann wird eben das Device eben auch noch irgendwie runtergeladen und dann hat man genau das Ding. Der Nachteil vielleicht bei dem Emulator ist, dass der natürlich auch Ressourcen verbraucht und wenn man jetzt hier auf, wie ich, auf so einem Laptop arbeitet, dann die Handys sind ja heutzutage schon sehr, sehr mächtig sozusagen und sehr leistungsfähig. Dann hat man da natürlich irgendwo Performance-Problem und dann merkt man auch, dass der Lüfter anfängt zu arbeiten. Insgesamt geht es natürlich auch schneller, wenn man mit dem Android-Device entwickelt. Da muss man bloß immer den Entwicklermodus einschalten. Und wie das funktioniert, das kann man auch nachlesen. Das kann man auch mal kurz nachvollziehen. Also Entwicklermodus, Moment. Der Entwicklermodus, den kann man bei einem richtigen Gerät, also bei dem Virtual Device, muss man das natürlich nicht machen. Ich kann es bloß da mal kurz zeigen, wo das eben zu finden ist. Den muss man eben bei dem echten Gerät, wie gesagt, aktivieren, indem man bei den Einstellungen auf das, über das Telefon 7-mal auf die Build-Nummer klickt, tippt. Ja. Und dann kommt eine Meldung, dass man dann Entwickler ist. Und dann gibt es bei den Entwickleroptionen, die plötzlich auftauchen, da noch einen Punkt USB-Debugging. Den muss man auch anwählen. Ansonsten, wenn man das nicht macht, kann man noch eben einen anderen Modus verwenden, und zwar, dass man Dateien eben teilen kann mit dem Gerät über die über Dateiaustausch, was natürlich auch sinnvoll ist manchmal. Wenn man direkt zum Beispiel APK-Dateien, das sind die kompilierten Android-Dateien, wenn man die direkt rüberziehen will, das geht auch. Oder wenn man einfach auf seinem Handy zum Beispiel Filme oder Musik direkt draufladen will, dann kann man das eigentlich dazu missbrauchen sozusagen. Ne? Genau. Also normalerweise kann ich da bei den Einstellungen, Settings hier,
dann einfach mal über das Gerät. Jetzt muss ich mal suchen, wo das hier ist. System. Genau. Das ist hier. About Device. Und da wird jetzt im Prinzip die Bildnummer kommen. Das ist. Hier, da muss ich siebenmal drauf tippen. Hier. You are now a developer, kommt jetzt. Und nun kann ich hier zurückgehen und habe eigentlich normalerweise irgendwo einen Entwickler-Modus direkt nochmal. Ist dann auch hier drinnen wahrscheinlich. Developer Options, genau, hier ist es nochmal zu finden. Und da kann ich eben dann einstellen, dieses Debugging hier. Und wenn ich das ausschalte, dann habe ich normalerweise diesen Modus, um jetzt irgendwelche Dateien zu übertragen. Genau, aber das ist jetzt natürlich hier standardmäßig auch schon angeschalten. Genau, das muss ich halt normalerweise bei den Emulatoren nicht machen, aber bei den Geräten muss ich schon machen. Und ansonsten kann ich dann einfach loslegen, indem ich hier, da ist jetzt schon ein Projekt offen, erstmal muss ich natürlich Android installieren, Android Studio und danach noch diesen Flutter-Modus auch nochmal installieren. Das kann ich natürlich auch machen. Indem ich, das ist ja hier schon gemacht, Dart und Flutter installiere. Das kann man hier bei Plugins einfach suchen. Und das installiert er dann automatisch eben. Genau. Internetverbindung natürlich vorausgesetzt. Genau, dann muss man auch das SDK selber runterladen und die Location angeben. Das, wird man aber auch gefragt, wenn ich jetzt hier ein neues Flutter-Projekt anlege. Wenn ich jetzt hier New Flutter Project mache, dann kann ich eben auswählen zwischen Application, Plugin, Package und Module. Plugin, Package und Module, das sind im Prinzip solche Erweiterungen. Da gibt es zahlreiche. Ich kann das auch nochmal zeigen. Also das ist dann im Internet, findet man die bei pub.dev. Das sieht man im Prinzip, da kann man diese Packages suchen. Da kann ich meinetwegen, wenn ich jetzt Maps eben so eine Kartenanwendung haben will, kann ich mir die hier installieren. Da steht immer Installing, Example, Beispielcode und so weiter. Es gibt ja immer alles dann auf GitHub auch noch. Da kann man mal kurz drauf schauen. Da gibt es dann noch weitere Infos und auch natürlich den ganzen Source Code und so weiter. Also das heißt, das ist eigentlich relativ schön und meistens auch gut dokumentiert. Schauen wir mal, ob es da irgendwo hier mit Screenshot auch, na, das sieht man halt genau das, was es sein soll, eben so eine Kartenanwendung. Können wir dann auch mal machen irgendwann. Und wir wollen jetzt auch mal von Grund auf eine Flutter Datei anlegen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Flutter Application, klicke Next und gebe dann einfach mal den Namen an meiner Flutter Application, die ich haben will. Man muss auf jeden Fall alles klein schreiben und keine speziellen Trennzeichen, sondern Unterstriche verwenden. Das ist einfach Konvention. Ich sage jetzt eben hier einfach Hallo Welt oder World, Hello World machen wir Englisch. Machen wir 3. Es könnte sein, dass ich schon ein paar habe. Wenn man das SDK nicht installiert hat, muss man das eben noch machen und dann hier den Pfad zum SDK angeben. Ich habe das mit Git geklont,
was den Vorteil hat, dass ich dann immer wieder, deswegen steht hier der Ordner Git noch dran, dass ich einfach relativ schön und schnell Updates machen kann. Das kann ich aber auch mit dem Flutter-Kommando, mit Flutter-Update auch machen. Ansonsten muss ich meine Project Location angeben, dann kann ich ja Beschreibung angeben. Ich sage jetzt hier mal so, my first app. Klick dann auf Next. Dann möchte ich gerne vielleicht, also include Kotlin Support for Android Mode. Das ist eben, wenn ich für Android Devices entwickle, dann wird dieser Kotlin Support. Da steht jetzt auch noch Java, wenn man drüber geht, weil nämlich das ist quasi eine Programmiersprache für die Java-Welt, ist Kotlin auch. Ja. Also das heißt, man kann für die virtuelle Maschine und auch für die, die eben bei Android verwendet wird, auch nicht nur Java programmieren, sondern auch Kotlin. Und das ist jetzt gerade in der Android-Welt eben die angesagte Sprache sozusagen. Swift ist dann das gleiche für iOS. Ja. Da muss man dann allerdings natürlich noch Xcode mit installieren, um mit Swift und iOS auch Handy-Apps für eben Apple-Handys zu machen. Ja, genau, das darf man natürlich nicht vergessen. Xcode bekommt man normalerweise, also man muss dazu eigentlich ein Mac haben, würde ich sagen. Es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, das mittlerweile auf Windows zu installieren. Normalerweise bekomme ich Xcode über den App Store von Apple und kann hier Xcode eben installieren. Das müsste ich jetzt aktualisieren. Genau, und kriegt dann auch so eine Entwicklungsumgebung, die sieht auch schon wieder so ein bisschen so aus wie die anderen auch. Ja, genau, dann mache ich hier mal Finish und dann legt er das Projekt an. Genau. Dauert jetzt wohl. Und dann fragt er mich, ob er das neue Fenster aufmachen soll oder das gleiche. Dann machen wir jetzt das Window, damit es eben nicht so stört. Und schon bin ich quasi in der Android-Welt angelangt und auch in der Xcode-Welt eigentlich, weil ich habe ja beides angehakt. Und wenn ich hier aufklappe, also hier drüben, da ist quasi mein Projekt-Ordner. Auf der linken Seite ist quasi so ein Explorer-Baum. Und das sieht man auch schon den Pfad, wo das Ganze liegt. Android Studio Projects Hello World 3. Wenn ich da aufklappe, vielleicht mal kurz zur Projektstruktur nochmal. Also ich habe im Prinzip mein Code selbst, der liegt immer in lib. Libmain, das ist quasi das, was angelegt worden ist. Das ist das hier. Also der liegt immer in lib. Ja. Also mein ganzes Projekt ist quasi eine Library. Es gibt da noch einen Testordner. Da steht jetzt widget-test.dart. Da sind so Dateien drin, die man verwenden kann, um so Unit-Tests zu machen. Und zwar wirklich welche, die auf den, die so die Oberfläche selber testen. Ja. Das sieht man zum Beispiel auch. Bloß mal, um es zu erklären, man macht jetzt hier, man sucht zum Beispiel irgendwie einen Text auf einem Button oder so. Und dann kann man, wenn man das gefunden hat, dann kann man auf diesen Button quasi wirklich drauf tappen. Also der Tester, der Virtuelle, der tappt auf den Find by Icon Add, also auf dieses Icon, das er sucht. Und dann kann man sagen, expect, ich erwarte, dass der Text 1 irgendwo steht. Oder er nichts findet, ja, genau. Also das heißt, da kann man sozusagen so tun, als ob jemand da irgendwie rumtippt. Das Dumme ist, wenn man was ändert, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Anwendung komplett ändere und da ist dann irgendwie kein Button mehr entsprechend, der so aussieht, dann gibt es dann eine Fehlermeldung. Deswegen lösche ich einfach den Code jetzt hier mal einfach raus. Das ist mal ganz simpel und lasse die Datei einfach leer, die Testdatei, und beschäftige mich jetzt mit dieser Main-Datei. Und da hat er ja so ein Skelett schon angelegt. Ja.
Und das kann ich ja auch mal löschen. So, speichern. Und jetzt bin ich quasi komplett leer. Also in libmain dort, da liegt eben das, was ich bearbeiten will. Und es gibt noch eine zweite wichtige Datei, das ist diese pubspec-jaml-Datei. Und da liegen die ganzen Pakete drin, die ich benötige. Ja, ich gehe die mal gleich mal durch. Also das heißt, da steht die Beschreibung meiner App drin auch und auch irgendwelche externen Bibliotheken, die ich verwende, die werden da eingetragen und gegebenenfalls installiert. Also die werden dann quasi übers Internet nachinstalliert. Wenn ich zum Beispiel sagen will, ich hätte gerne diese Karten-App, dann kann ich die da mit reinschreiben und dann installiert er die. Ja. Das erzähle ich gleich mal. Ich gebe es nochmal durch, was hat er noch? Diese .git-ignore-Dateien, das ist für, wenn ich Versionsverwaltung über Git machen will, dass er dann irgendwelche Projektdateien wie zum Beispiel diese .packages oder so diese Dateien oder .idea, die kommen von der Entwicklungsumgebung, weil das eben normalerweise das Android Studio ist, eine Version der Entwicklungsumgebung IntelliJ IDEA. Und da gibt es eben diese .idea-Dateien, die eben Projekte, also die, da wird eben gespeichert, was weiß ich, wie schaut mein Fenster aus von meinem Projekt und so weiter. Die kann ich natürlich normalerweise ignorieren. Noch dazu, wenn ich vielleicht sogar nicht unbedingt mit Android nur entwickle, Android Studio nur entwickle, sondern vielleicht auch mit Visual Studio Code und so. Deswegen kann ich das eigentlich, sollte es natürlich nicht mit in die Versionskontrolle aufs Internet, wenn ich meine Dateien auf irgendein Repository übertrage. Im Internet, dann kann ich das quasi in Git ignore, kann ich reinschreiben, welche Dateien alle ignoriert werden. Und da werden zum Beispiel, da steht das auch schon drin, also alles mit Stern.class wird ignoriert. Das sind quasi alle kompilierten Java-Dateien werden ignoriert, weil ich will ja bei Git meistens nur den reinen Quellcode versionieren und nicht irgendwie die fertigen Apps sozusagen, ja, weil die teilweise ja ziemlich groß sind und so. Und die werden dann quasi alle ignoriert, quasi die fertig kompilierten Dateien. Genau. Da kann ich auch noch weitere Sachen reinschreiben, wenn ich will. Also grundsätzlich sieht man schon, ist das auch schon dazu ausgelegt, dass man über Git das Ganze versioniert. Ansonsten sind eben ist das jetzt nicht wesentlich fürs Projekt? Also wesentlich sind eben diese pubspec-YAML und die main.dart, die in lib liegt. Das sind die wesentlichen Dateien. Was er noch automatisch angelegt hat, das waren eben zwei quasi Skelette für einmal für Android, also für die native Android-Umgebung. Und da, wenn ich aufklappe, da gibt es eben auch einen Ordner App. Und da Source und da ist quasi die in Main die Java oder die Kotlin-Datei drin, die dann eben normalerweise der Einsprung für meine App ist. Ja. Jetzt habe ich das ja gelöscht, deswegen ist das jetzt weg. Das wird dann nochmal neu automatisch generiert, also deswegen kann ich das eigentlich wieder zulassen. Das gleiche eben bei iOS, da ist quasi ein Xcode-Projekt drinnen hier. Das dann automatisch eben kompiliert wird, wenn ich eben für Xcode das Ganze eben baue. Dann gibt es noch vielleicht zu sagen, genau diese README-Datei noch, die gehört eben zu dem Git, das habe ich ja schon mal gezeigt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei dieser Map-Demo, da gibt es ja README-MD, das ist genau das, was ich hier sehe. Das ist quasi diese Erklärung. Das ist diese, ich kann quasi selber so eine Markdown-Datei zu Dokumentationszwecken erstellen und MD ist eben Markdown, das ist so eine spezielle Sprache, die so ein bisschen wie HTML aussieht. Oder eben HTML erzeugt, bloß halt viel einfacher. Also das ist zum Beispiel so, da kann ich mal vielleicht den, mir den, so sieht ja die
quasi gerendert aus. Und wenn ich da auf RAW klicke, da sehe ich, wie die Datei eben als Quellcode aussieht. Und da ist es so, dass eben zum Beispiel so ein Hash mit Leerzeichen, das ergibt eine Überschrift 1 und zwei Hashes mit Leerzeichen ergibt Überschrift 2. Und Quellcode wird eben eingeschachtelt in so drei Backticks. Und solche Minus, die ergeben einfach irgendwelche Bullets. Und wenn ich mir dann den Code anschaue, dann sieht es eben so aus. Ne? Das ist dann der Quellcode, die Überschrift 2, die Überschrift 1, die Bullets hier. Und so kann ich eben auch selber irgendwelche Markdown-Dateien erstellen. Also das heißt, da drinnen, da steht auch schon Hello World 3, My First App. Das ist das, was ich ja quasi über diesen Projekt Wizard ausgefüllt habe. Das hat er dann automatisch angelegt. Man könnte sogar eine MD-Plugin installieren, um das jetzt wie mit so einem WYSIWYG-Editor zu editieren. Das brauchen wir aber jetzt nicht. Jetzt nochmal mit diesen PubSpec-YAML-Dateien. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Map-Plugin installieren will, dann kann ich mir einfach Map Any reinschreiben mit genau dieser Einrückung. Und zwar in dieses PubSpec-YAML-File hier bei Dependencies unter Flutter, also in der Hierarchieebene von dem Flutter. Kann ich mal kurz machen, aus Spaß. Also hier. So. Jetzt, wenn ich speichere, dann macht er normalerweise gleich, installiert er das gleich normalerweise. Hier, ne, Packages get, muss ich noch klicken hier. Also bei Visual Studio wird das jetzt automatisch machen und hier wird das jetzt einfach mal machen. Und dann holt er sich dieses Paket auch noch rein. Und dann könnte ich das auch wirklich hier verwenden. Also dann könnte ich quasi bei meiner Main.Dart-Datei diesen Import ausführen. Genau, aber ich verwende es ja nicht. Also ich wollte bloß mal zeigen, wenn ich das nämlich rausnehme, das wird ja auch einmal ein Thema für später werden, halt, wenn ich das Map wieder rausnehme, speichere Packages get, macht, dann ist es wieder weg. Dann müsste hier normalerweise das Rot unterringen, was bedeutet, dass es nicht installiert. Aber das heißt, so einfach geht es, irgendwelche Software-Pakete zu installieren, weil das eben so ein Paketmanager ist da mit drinnen. Ne? Das ist ja normalerweise dann auch dieser Flutter Pub oder Pub Get. Entschuldigung, der lädt quasi alles runter, was er in dieser PubSpec-YAML-Datei findet. Ja gut, jetzt wollen wir aber erstmal überhaupt einmal so eine App anlegen und dann mache ich Folgendes. Ich muss mal so ein Material Design importieren. Ja. Und das ist quasi diese Implementierung von dem Google Material Design. Ich habe das, denke ich, schon mal erwähnt an anderer Stelle, aber ich werde das jetzt trotzdem nochmal machen. Also, wenn ich danach suche, dann bekomme ich eben dieses Google Material Design. Und das ist eben nur eine Design-Philosophie, kann man sagen. Ja. Da kann man auch mal nachlesen, zum Beispiel, da gibt es so Komponenten. Beispielsweise mal, wie sieht ein Button aus? Ja, das ist hier beschrieben. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Dann auch immer, wo man den verwendet und irgendwelche Prinzipien erklärt noch dazu. Also ganz genau einfach mal das Design beschrieben im Sinne von so Design Patterns. Das heißt, das sind so Muster, wie baue ich irgendwas auf.
Und diese Webseite hier, die beschreibt einfach nur das Design selber. Das beschreibt jetzt keine spezielle Implementierung. Man kann auch nochmal nachlesen, also das ist ja auch so auf der Webseite, kann man das sehr schön sehen. Hier gibt es in dem Buch auch ein kleines Kapitel dazu, Material Design und mehr, auf Seite 60, da kann man das nochmal nachlesen. Da kann man auch sehen, also das Material Design ist im Prinzip eine Art Flat Design, allerdings schon mit einer gewissen Materialität. Und das ist so, wenn man das hier sieht, die Idee dahinter ist auch, dass das Material wie so Karton ist und der Karton hat auch immer eine Dicke und eine Elevation, also das heißt, eine schwebt über dem anderen Element oder nicht. Also die kann man auf Null machen, aber man kann es auch so machen, dass es schwebt. Entsprechend ändert sich da auch so eine Art Schatten. Das heißt, das ist jetzt nicht ganz Flat Design, aber es ist auch nicht dieser Skeuomorphismus, wie man so schön sagt, der dann so aussieht, als ob es irgendwie wirklich ein Glasmaterial ist oder so. Okay, ja, jetzt haben wir dieses Material Design importiert und jetzt wollen wir quasi mal eine kurze App bauen und dazu schreibe ich mal ein Widget. Das geht erstmal so los wie bei Java auch, also Class, MyApp, Extends und dann machen wir mal Folgendes. Es gibt zwei Arten von Widgets, das werde ich auch noch später genauer erklären. Ich nehme hier dieses Stateless Widget. Das ist im Prinzip ein Ding, das keinen Zustand hat. Das heißt, das hat nur irgendein Layout, meinetwegen irgendein Dialogfeld oder Textfeld. Hat an sich keinen Zustand. Also das heißt, wenn ich irgendwas drücke, zum Beispiel einen Button und der bleibt gedrückt, dann hat das einen Zustand. Und das ist jetzt einfach mal nur mein Layout an sich. Jetzt sehe ich auch schon, das geht relativ schön mit Android Studio auch. Wenn ich jetzt das so mache, dann kann ich hier draufklicken. Da steht jetzt hier Missing Concrete Implementation auf statelesswidget.build. Also das heißt, da fehlt eine Methode. Try implementing or make class abstract. Aber ich mache das natürlich so, dass ich sage, ich gehe da auf diese, da erscheint hier nochmal so eine Lampe. Da kann ich quasi auf diese Lampe nochmal klicken und dann hier nochmal auf create one missing overrides. Und da legt er mir diese Methode, die ich eben brauche, an. Was jetzt diese Methode aussagt, ist, da kommt rein also die heißt Build und die soll aber zurückgeben ein Widget und bekommt mit den Kontext, also das Außenrum. Da kann ich auch viele Sachen damit machen noch. Aber ich werde jetzt da ein Widget machen, um das mal überhaupt zu testen. Ja, das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal Return Text. Machen wir mal das. Okay. World Text. So. Genau. Und jetzt also ist eigentlich nichts mehr rot, weil nämlich das Widget, der Text ist auch immer ein Widget. Ja. Alles ist ein Widget und Widget ist so ein Kunstwort aus Gadget und Windows Gadget sozusagen, ja, genau so heißt es. Und jetzt habe ich ein Widget und jetzt muss ich nur sagen, das soll meine App sein, die soll eben starten. Und da gibt es so eine Main-Methode auch, wie es es meistens gibt in Programmiersprachen. Main, die wird immer aufgerufen als erstes, also die ist in der Main-Dart-Datei. Und da gibt es dann in dem Material Dart, was ich da implementiert habe, gibt es Run App.
Und da muss ich das Widget angeben, das starten soll. Und da muss ich quasi eine Instanz von einem Objekt machen. Und das wäre jetzt in dem Fall New My App. So, genau. Und jetzt müsste das eigentlich schon funktionieren. Wenn ich das jetzt speichere, müsste tatsächlich was erscheinen, was wahrscheinlich nicht so richtig toll aussieht. Aber man sieht schon, wenn ich hier auf den Käfer klicke, was das Debuggen ist, dann geht es hier los. Und dann fängt er hier an, das Ganze zu bauen. Also da gibt es so eine Gradle-Task-Datei, eben die angestoßen wird. Also so ein Gradle-Task wird ausgeführt. Was das wieder ist, ist es quasi so eine Art Build-Prozess in der in Gradle für Android beschrieben worden ist. Genau. Und jetzt kommt da eigentlich nichts Schönes. Man sieht schon, dass das jetzt ein bisschen enttäuschend ist. Das ist auch kein Wunder, weil ich darf quasi überhaupt den Text nicht nehmen, wenn man das jetzt hier liest. Das ist quasi auch kein Ding, was ich als Root nehmen kann. Ne? Material App brauche ich. Ne? Das heißt, da brauche ich so eine Material App und die könnte dann funktionieren. Ne? Das steht hier irgendwo. Ne? Das können wir mal probieren. Material App. So, und da ist es so, wenn ich jetzt, ich kann übrigens hier auch New schreiben. New Material App, das ist eigentlich egal. Also das kann ich ja dann später mal wegmachen, weil das New drückt einfach aus, dass es ein Objekt ist, das entsteht. Neues, wie bei Java auch. Aber bei Dart ist es so, da kann ich das New einfach weglassen. Das ist identisch, syntaktisch das Gleiche. Also der macht immer New sozusagen. Also das kann ich deswegen weglassen. Wenn ich hier rein gehe in die Klammer und dann Ctrl-Leertaste drücke, dann kommen da verschiedene Vorschläge. Zum Beispiel, was ganz cool ist, ist irgendwie Home hier. Und das ist auch interessant. Normalerweise kennt man das ja bei Java so, dass ich Parameter mit Komma trenne in den runden Klammern und dass das eigentlich sogenannte Positional Parameter sind. Das heißt, da kommt es auf die Position an, ob es das erste in der Liste oder das zweite oder das dritte ist, auf die Bedeutung. Also ich sage Vorname, Nachname, ne, muss ich halt dann in der richtigen Reihenfolge eingeben. Und bei Dart gibt es auch, wie bei manchen anderen Sprachen mittlerweile auch, diese benannten Parameter. Da kommt es nicht auf die Reihenfolge an. Dafür haben die quasi einen Namen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für den Anfang. Hat natürlich sehr tolle Vorteile, werden wir dann auch sehen, weil man dann einfach Layouts ziemlich gut beschreiben kann. Ja. Deswegen haben die auch das Dart eigentlich genommen als Sprache für das Flutter sozusagen. Das sehen wir gleich. Ne. Also da könnte ich sagen, okay, mein Home. Das ist jetzt ein Widget und dann nehme ich doch mal wieder diesen Text. So. Ich kann übrigens hier das Komma stehen lassen, weil quasi in Listen Kommas, die hinten sind, die sind erlaubt. Das hat manchmal Vorteile, weil ich dann gleich weiter tippen kann. Jetzt kann ich hier speichern. Jetzt macht er da was, tatsächlich. Und jetzt erscheint zumindest mal der Text Hello World, wenn es auch nicht richtig schön aussieht. Wie man gesehen hat, wenn ich jetzt hier speichere, dann steht hier Performing Hot Reload. Das heißt, wenn das Ganze läuft, das Programm, kann ich am laufenden Programm was ändern, ohne dass das irgendwie mühsam nochmal kompiliert werden muss und hochgeladen werden muss, auf dem Handy installiert werden muss und dann im Debug-Modus ausgeführt werden muss. Das ist einer der großen Vorteile auch von Flutter, dass ich das nicht machen muss. Genau. Okay, also das heißt, ich habe hier diesen Positional Parameter Home und das mit dem Text, das ist jetzt schon mal schön und gut. Aber ich hätte natürlich gern was mehr nach App aussieht.
Und da gibt es natürlich Gott sei Dank auch was. Und zwar gibt es da ein Gerüst. Ein Gerüst heißt Scaffold. Ich könnte jetzt New Scaffold schreiben, ich schreibe aber einfach mal hier aus Scaffold. Macht dann wieder diese Klammern. Und könnte jetzt da wieder auch weiter tippen. Da sehe ich auch, was gibt es denn hier? Body ist interessant und App-Bar ist interessant. Das sind eben, bei dem Scaffold ist die App-Bar eben so eine Titelleiste und der Body ist wie bei HTML eben der Inhalt. Also mache ich jetzt doch mal so eine App-Bar. Und also das ist dieser benannte Parameter App-Bar. Und da muss natürlich, wie man hier auch sieht, wenn ich da das nochmal App-Bar macht, dann kommt hier irgendwie sowas Preferred Size Widget. Aber es gibt quasi da eine Subklasse davon und die heißt tatsächlich App-Bar. Und das ist auch oft so eine Konvention, dass die Klassen so ähnlich heißen wie die benannten Parameter, bloß eben groß geschrieben. Ne? Genau. Ja, also das heißt hier kann ich die App-Bar machen und die hat dann auch wieder, wenn ich Ctrl-Leertaste drücke, verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Background Color oder sowas. Na, da kann ich mal gucken. Und da gibt es auch Title. Und da kann ich natürlich irgendwie den Text reintun, den ich gerade schon gemacht habe. Oder was weiß ich. Den können wir hier nochmal reintun. Ne? Text. Genau. Und schon, wenn ich speichere, kriege ich tatsächlich Hello World als Titel bei diesem Scaffold. Genau. Das sieht natürlich irgendwie so ein bisschen unschön aus. Ich habe quasi in den Parameterklammern dann wieder eine Klasse und da wieder in den Parameterklammern was. Deswegen ist es oft so, dass man da einfach das Ganze irgendwo umbricht. Und dass ich sage, okay, Home. Und hier auch bei den, immer wenn die Klammern aufgehen, dann mache ich das vielleicht eben. Weil es gibt ja vielleicht mehrere benannte Parameter, die ich da eben haben will. Und dann kann ich die halt auch entweder so wieder zumachen. Das ist vielleicht auch ganz schön. Und wenn ich das so mache, dann sieht man auch, dass er da immer automatisch hier die in Kommentaren schreibt, welcher Parameter gerade irgendwo oder welche Klammer das ist, von welcher Klasse mit den Parametern, die hier gerade zugeht. Genau. Ja, dann habe ich jetzt diese, wie man hier sieht, Home. Und da ist Material ab. Das heißt, wenn ich hier weitergehe, da ist ja das Komma. Ne? Deswegen kann ich hier einfach Enter drücken und weiter neue Parameter mit hinzufügen. Und dann nehme ich doch mal den Body. Wo sind wir denn jetzt? Da muss ich mal gucken. Ich will bei dem Scaffold nicht, da haben wir jetzt vertan. Der Scaffold geht ja hier zu. Das heißt, hier muss ich rein. Hier. Den Body. Genau. Also das heißt, jetzt will ich da drinnen eben Dinge haben. Und da könnte ich jetzt auch einen Text reinmachen, zum Beispiel. Oder mal. Können wir mal machen. Und das heißt, ich fange jetzt hier an, in den Body einfach auch einen Text reinzubringen. Dies ist meine erste App, schreibe ich nochmal hin. Ne? My first App. Ich speichere wieder, bekomme dann gleich Hot Reload, sehe dann gleich das. Das sieht jetzt so aus, wie man es eigentlich erwartet. Es ist ja nicht mehr spezifiziert, es ist einfach Text oben links. Ich kann jetzt das Ganze zentrieren, indem ich das jetzt wieder in ein Widget packe. Ich kann jetzt einfach sagen, ich hätte das gerne irgendwo zentriert. Und dann kann ich das einfach anklicken. Und dann erscheint hier wieder die Lampe. Und da kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, Wrap with Center. Und dann macht er mal das Ganze zentriert, wenn ich das jetzt speichere. Na, speichern. Jetzt. Dann hat er das tatsächlich zentriert. Genau. Und
Ja, ich kann natürlich da noch mehr machen. Ne? Ich könnte jetzt sagen, okay, das Center, das sollte jetzt nicht nur eine Zeile umfassen, sondern mehrere. Und jetzt, da gibt es auch so eine Konvention, also bei dem Scaffold, da habe ich ja App-Bar und Body als benannte Parameter, aber die meisten Widgets, die irgendwas enthalten können, die haben entweder Child als benannten Parameter, wenn es eins ist oder wenn es mehrere sind, dann eben Children. Ne? Und dann muss man eine Liste angeben an Dingen, die man da rein haben will. Ne? Und bei dem Center ist es eben ein Ding, nämlich der Text. Und vielleicht sollte man auch noch was zu den Widgets sagen. Also die Widgets sind an sich Dinge, die entweder sichtbar sind oder Dinge, die unsichtbar sind. Man sieht hier, es sind quasi alle Klassen Widgets und es gibt eben zwei Arten von Widgets, nämlich Stateless Widgets und Stateful Widgets. Also das heißt hier, diese Stateless Widgets, die erben von Widget und die Stateful Widgets, die erben auch von Widget. Ich habe schon gemeint, die Stateful Widgets, da werde ich auch noch das nächste Mal genauer drauf eingehen, die haben so einen Zustand und die Stateless Widget eben keine. Zum Beispiel der Text, der ist einfach da und wenn man den austauscht, dann wird eben ein neuer Text erstellt. Es gibt dann noch so unsichtbare Widgets, wie zum Beispiel Render Object Widgets, die zum Beispiel nur die Ausrichtung regeln, zum Beispiel das Center. Das ist auch ein Widget. Und die haben halt immer meistens solche Parameter wie Child oder Children. Kann man auch im Buch nachlesen. Seite 64 steht es dann auch nochmal. Gut, also ich werde jetzt das Ganze nochmal einschachteln. Also ich habe ja hier diesen Body. Und da ist es jetzt zentriert. Und jetzt hätte ich aber gerne eben mehr Text untereinander. Und dann könnte ich ja sagen, okay. Ich habe jetzt da als Child eben nicht nur den Text, sondern mehr. Und dann mache ich Folgendes. Ich sage hier Wrap with Column zum Beispiel. Dann kann ich das Ganze eben ummanteln und da mehr Text reinmachen. Also ich könnte jetzt hier noch einen zweiten und einen dritten einfügen, indem ich den jetzt einfach kopiere und einfüge und speichere. Und dann habe ich quasi drei Spalten Text, die jetzt zentriert oben sind und kann jetzt, ich könnte das jetzt auch nochmal hier in die neue Zeile reinschachteln, so wäre eigentlich jetzt die korrekte Ansicht hier, dann rücke ich das hier nochmal ein. So vielleicht, ne? Genau. Weil der hier nochmal Column, so jetzt, ne? Jetzt wird es schön eingerückt. Jetzt hätte ich gern vielleicht bei dem Column, schauen wir mal, was der da noch anbietet. Da gibt es jetzt hier Main Axis und Cross Axis Alignment. Und das könnte ich ja auch jetzt nochmal nehmen und nehme das jetzt und sage jetzt hier, das heißt natürlich so wieder wie das Cross Axis Alignment. Cross Axis Alignment. Das ist so statisch, da kann ich dann, da gibt es einfach nur Werte. Zum Beispiel Center, wenn ich jetzt drücke, ändert sich nichts, weil das ist ja im Prinzip die Ausrichtung auch. Also ich könnte mir wahrscheinlich das Center hier sparen. Aber wenn ich hier Main Axis Alignment draus mache, Main Axis Alignment, dann müsste das jetzt in die Mitte zentrieren. Genau. Also so könnte ich das im Prinzip zentrieren. Ich könnte das Center natürlich da auch rausnehmen. Aber es gibt immer mehr Möglichkeiten, natürlich so Layouts anzulegen. Und ich kann natürlich da statt Text noch was anderes rein machen. Oder tap the button, weil klicken ist ja da nicht. Tap the button. Ich könnte zum Beispiel hier noch einen Button dazu machen und sagen Button. Und da gibt es dann auch verschiedene Button-Elemente. Zum Beispiel
Material Button oder sowas. Und kann da auch bei OnPress zum Beispiel was angeben. Das machen wir dann gleich. Und da kann ich hier zum Beispiel als Child auch noch was anderes angeben, was eben gedrückt werden soll. Zum Beispiel Text. Ne? Genau, und dann habe ich jetzt hier so einen Button. Den kann ich quasi auch wirklich eigentlich drücken, aber es passiert bei Unpressed eben nichts. Das ist auch hier noch so rot. Ich erkläre das dann ja auch nochmal im Detail genauer. Bei Unpressed muss ich natürlich jetzt irgendeine Funktion angeben, die ausgeführt werden soll, wenn gedrückt wird. Und da kann ich so sogenannte Lambda-Funktionen angeben. Ich erkläre das dann mit der Dart-Syntax nochmal genauer. Und da gibt es so eine Kurzschreibweise. Ich sage dann hier, Klammer auf, Klammer zu, Pfeil. Und dann, was passieren soll, zum Beispiel, kann ich einfach mal mit Print irgendwas ausgeben. Pressed. Genau. Und jetzt? Und jetzt sagt er hier Pressed. Der passt ja auch direkt. Genau. Okay, also das heißt, das Pressed wird aufgerufen, wenn er on Pressed klickt. Und das Rote, das war jetzt auch nur damit, weil die, ich gehe über diese Zeile hier raus und der will immer die Syntax so haben, dass ich keine langen Zeilen mache. Genau. Das heißt, ich schachtel das auch wieder so schön zusammen, dass ich eben den benannten Parameter habe, den Doppelpunkt. Und hier bei dem Child gebe ich eben ein Widget an und bei dem OnPressed gebe ich so eine Funktion an, die eben ausgeführt werden soll, wenn ich da drücke. Ja, genau. Und jetzt habe ich schon so eine Interaktion drin. Da sieht man auch, dass sich da was tut. Und ich kann natürlich da als Child auch noch was anderes reintun, statt einen Text. Zum Beispiel auch mal irgendwie so ein Icon oder so. Ne? Das könnte man auch mal machen, dass ich sage, nur Icon. Es gibt auch Icon Button schon, ne? Das gibt es dann schon zusammen. Da kann ich jetzt zum Beispiel mal irgendwas angeben. Und da habe ich hier zum Beispiel so einen Wecker. Den kann ich jetzt hier auch klicken. Sah es jetzt hier. Ne? Genau, das war's. So, ne? Und jetzt wird das Ganze natürlich größer. Und dann kann ich hier klicken. Und habe da schon einen wunderbaren Button, der irgendwas tut. Bei den Icons gibt es natürlich auch eine ganze Menge Icons. Es gibt jetzt hier das Access Alarm hier, da gibt es aber eine ganze Menge. Ne? Die haben das jetzt erst erweitert auch vor kurzem. Und wenn ich da mal gucke, da gibt es halt einen Haufen schöne Sachen. Add Location. Schauen wir mal, man kann ja mal wirklich, das geht ja Gott sei Dank schnell mit dem Ausprobieren. Und da kann man natürlich dann, da hat man schon relativ viele tolle Icons zur Auswahl, kann natürlich die Farbe ändern, wie man gesehen hat, und kann da eigentlich schon viel machen. Das Ganze ist auch im Prinzip responsive, ne? Das heißt, außer ich habe natürlich jetzt hier schon fest die Werte reinkodiert, aber trotzdem funktioniert das natürlich auch, wenn ich jetzt die App drehe. Normalerweise müsste jetzt das mit drehen, aber das kann sein, dass ich das jetzt irgendwie ausgeschalten habe. Ah, okay, so, ne? Genau.
Und dann sieht man auch, dass das eigentlich responsive ist. Das heißt, es funktioniert natürlich im Portrait und im Landscape-Modus auch gleichermaßen. Da muss ich jetzt wieder zurückdrehen hier. Genau. Okay. Ja, gut. Also ich habe jetzt hier mal so eine kurze Einführung nochmal gegeben in das ganze Thema. Was man jetzt vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass ich viele Sachen jetzt nicht erklärt habe, diese Dart-Syntax. Ja. Ich wollte einfach mal, dass man schnell das Ganze mal zum Laufen kriegt. Ich kann das Ganze auch mal nochmal nachbauen, indem ich zum Beispiel Visual Studio nehme. Und da geht es natürlich genauso. Ne. Ich kann jetzt hier auch bei Visual Studio das Gleiche nochmal machen. Ich habe ja jetzt hier zum Beispiel mit Command Shift P bekomme ich ja hier diese vor allem Kommandozeile und da kann ich jetzt hier sagen Flutter New Project und dann kann ich hier auch einen Namen eingeben. Machen wir 4 und dann speichere ich das auch hier drin ab. Genau, und bekomme dann im Prinzip auch eine gleiche Ansicht. So also was Ähnliches hier mit Android. Das ist jetzt ein komplett neu angelegtes Projekt. iOS, lib main test. Ich kann dann hier wieder reingehen, kann bei Test das Test-Widget das gleiche hier nochmal einfach löschen, speichern. Kann bei Main Dart, da ist dieses Standardprojekt. Das kann ich ja eigentlich mal einfach übernehmen. Das heißt, nicht zu vergessen, das ist jetzt ein eigenständig angelegtes Projekt, aber da geht es eigentlich genauso. Das heißt, ich kann jetzt einfach mal die Zeile lasse ich mal alles rausnehmen und das gleiche hier auch machen. Ich kann jetzt hier quasi auch anfangen. Class My first app extends stateless widget. Bloß um es mal zu zeigen, dass das da genauso funktioniert. Genau, und dann bin ich wieder vor dem Problem. Ich habe natürlich irgendwo keine Implementierung von meinem Bild, von meiner Bildmethode. Und da kann ich natürlich auch drauf gehen einfach und dann auf Quick Fix einfach gehen und dann create one missing overrides und das ist dann das gleiche eigentlich. Genau. Ja, und dann geht es hier weiter. Ne? Ich sage jetzt hier, ich return eine Material App. Mache hier weiter und sage zum Beispiel Home wieder. Und mache jetzt hier wieder Scaffold. App-Bar, Title und mache hier mal auf Deutsch. Das muss ja nicht Text sein, ne? Das ist auch klar. Text, also das geht immer nicht so blank. Genau. Und dann bin ich außerhalb von der App-Bar. Und macht dann weiter. Body. Macht dann wieder. Meinetwegen machen wir es mal anders. Dann machen wir jetzt gleich diese Column rein. Children. Text. Und dann mache ich weiter mit, wie hier auch zum Beispiel Icon. Machen wir mal anders. Alarms, genau. Size 40. Und jetzt nur mal Text.
So, genau. Und jetzt habe ich im Prinzip dieses Stateless Widget Layout angelegt und jetzt muss ich das noch void main dann zum Laufen kriegen mit run app mal first app speichern. Und jetzt kann ich das Ganze hier auch wieder auf dem Start Debugging. Haben jetzt einen Fehler drin und zwar haben wir hier den Strichpunkt vergessen, weil das Material App, das ist ja quasi das Kommando, endet hier. Strichpunkt, nicht Doppelpunkt natürlich. So. Ja. Dann formatiert er mir das bei Android Studio auch einmal schön noch. Ne? Speichern. Jetzt kann ich das Ganze mal versuchen zum Laufen zu kriegen. Und er macht das jetzt. Dauert natürlich jetzt auch wieder, bis er das einmal kompiliert. Und dann kann ich natürlich das wieder ändern. Das müsste dann eben auch bei Android Studio genauso zum Laufen gehen wie jetzt. Genau, jetzt packt er das, Build App, diese APK-Datei und schon müsste es hier sein. Na, dauert noch. Genau, da ist es. Ne? Jetzt habe ich hier das Center natürlich raus. Jetzt kann ich natürlich hier irgendwo wieder mit meinem Hot Reload arbeiten und mache hier Main Axis Alignment Punkt Center speichern. Genau, und jetzt hier Cross Axis Alignment Punkt Center und schon. Ist es noch nicht zentriert, am besten ist es dann doch da, wenn man da auch eben außenrum einen Center noch macht, wie beim anderen auch. Da machen wir jetzt hier Refactor, da machen wir jetzt Wrap with Center, speichern das Ganze und schon haben wir es in der Mitte. Und das geht hier auch ganz gut, jetzt mal auf die Schnelle. Und ja, ansonsten, wie gesagt, die Dateien liegen da auch alle ähnlich. Es gibt halt diese. Doch gibt es auch, es gibt sogar dieses Punkt-Idea. Ich könnte quasi das File dann auch direkt wieder mit dem Android Studio aufmachen. Aber das ist wie gesagt ein anderes neues File. Deswegen kommt es nicht von dem alten. Also das ist komplett anders. Genau. Wenn ich dieses Debug-Fähnchen wegkriegen will, das kann ich einfach auch machen. Kann hier das Na, wo haben wir das denn? War das da? Show Performance Overlay, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Da kann ich im Prinzip mal True angeben. Und dann habe ich hier im Prinzip dann nochmal, wie gut das performt in Frames pro Millisekunden eben nochmal angezeigt. Ja. Genau, Debug Show Checked Mode Banner, das können wir auf False setzen. Und dann ist dieses Fähnchen hier weg. Und dann sieht es eigentlich aus wie eine richtige App. Okay, also das war jetzt im Wesentlichen mal so eine schnelle Runde durch das ganze Thema mit den beiden Entwicklungsumgebungen. Und als Ausblick, also ich habe jetzt nicht erklärt die Dart-Syntax im Detail, aber ich denke, man kann da eigentlich schon auch mit Learning bei Doing eigentlich schon relativ viel und schnell ausprobieren. Man kann ja auch immer hier einfach mal schauen, was gibt es denn überhaupt für Widgets und kann dann da, was weiß ich, einfach ja, suchen. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn man hier natürlich so viel zur Auswahl hat. Von A bis Z. Manche Sachen sind da irgendwie nicht so sinnvoll. Irgendwo eine Banner Border,
wo kommen die denn hin? Und so weiter. Bottom Sheet. Ja. Man kann das natürlich auch nachlesen auf der Hilfeseite, indem man einfach bei Flutter Dev einfach da mal in den Docs einfach nachschaut. Und da gibt es ja dann genug auch Tutorials natürlich. Es gibt natürlich auch irgendwo eine Liste an verschiedenen Themen, dann wie zum Beispiel Widget-Katalog, da kann man mal gucken, was man alles hat. Und das ist dann ja auch hier nach Kategorien eben geordnet. Ich kann ja zum Beispiel bei Layout sind halt so Sachen wie Center, Input, da kann ich irgendwelche Eingabefelder, die vielleicht dann auch so eine Tastatur noch mit integrieren und so weiter. Und kann da einfach mal mich durchklicken auch. Images und Icons. Und da sehe ich halt die Sachen, die jetzt dann da auch schon quasi standardmäßig mit drin sind. Da sind ja auch immer dann schöne Beispiele dabei. Und ich denke, den Code kann man jetzt irgendwo nachvollziehen. Da steht jetzt noch sowas wie const widget. Das kann man weglassen. Das ist eigentlich, haben wir nicht. Das ist nur dazu da, dass es quasi schneller geht, weil es eben konstant ist. Das könnte ich quasi hier drinnen auch bei den Children machen. Ich könnte jetzt hier bei oder hier bei dem Android Studio natürlich auch, weil das gerade läuft, könnte ich jetzt hier const widget dazu schreiben. Aber wenn das eben nicht da steht, also nicht verwirren lassen, wenn das eben da steht, das kann man quasi auch weglassen. Man kann ja das optional eben typisieren immer. Und deswegen funktioniert das ohne auch. Okay, gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei mal und dann wünsche ich viel Erfolg bei dem Ganzen. Ja, probieren Sie das einfach mal selber aus. Das Ganze entweder in Android Studio oder in Visual Studio. Lassen Sie das auf den Emulatoren laufen. Sie können das natürlich auch mal auf iOS ausprobieren, wenn Sie wollen. Und dann wünsche ich Ihnen da viel Spaß dabei. Genau.